Hey, na, herzlich willkommen zu meinem Guide für die neue Höhle in der Donnersteppe in Final Fantasy X-2. Dieser Guide ist Teil eines kompletten Playthrough-Projektes hier auf YouTube, also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne reinschauen. Falls nicht, ist aber auch nicht so schlimm. I've got your back. Wir wollen uns jetzt die neue Höhle anschauen. Um die freizuschalten, müsst ihr erstmal die Episode in der Donnersteppe abgeschlossen haben. Dabei werdet ihr schon einmal kurz in diese Höhle reinschauen und ihr werdet dementsprechend eigentlich auch wissen, wo ihr sie findet. Aber für den Fall der Fälle zeige ich es euch nochmal. Im nördlichen Teil der Donnersteppe steht hier der Albedrum, der uns dorthin bringen kann. So, eines vorweg, legt bitte auf jeden Fall einmal Monsterschreck an. Monsterschreck. Keine Feindkontakte. Das wollt ihr auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch den Booster am PC benutzen, so wie ich das jetzt mache. Ich nehme es als Erinnerung für euch quasi, als Zeichen. Also ihr könnt jetzt jederzeit einsehen, dass wir die ausgestellt haben. Das finde ich relativ praktisch an der Stelle. Und außerdem kann ich sehr empfehlen, macht euch Notizen. Ich habe hier zum Beispiel in Microsoft OneNote, keine bezahlte Werbung, eine Tabelle angelegt, in der ich alles eintragen werde. Und zwar die Wände, die wir ablaufen müssen von der Nummer her, die sind fest. Wir werden drin einfach dem roten Pfeil folgen, keine Sorge. Aber die Nummern sollten wir uns trotzdem merken. Und wir kriegen jeweils ein Ergebnis, was wir da eingeben müssen und einen Code, den wir zur nächsten Wand weitertragen müssen. So, und gehen wir doch einfach mal rein. Hier direkt am Eingang bekommen wir auch den ersten Code. Hier steht, nehme ich jetzt oben links, einmal hier nichts, okay. Also Ergebnis könnt ihr leer lassen, da braucht ihr nichts eingeben. Und da unten steht, die Wand 3 ist die nächste, das ist das vor den Pfeilen da. Und der Code lautet 4. Den trage ich mir da jetzt ein. Und damit laufen wir jetzt weiter zur nächsten Wand. Diese Truhen bitte auf jeden Fall zulassen. Alles an Truhen, was so spawnt direkt vor euch, an irgendwelchen Türen, bitte zulassen. Das bringt alles nur durcheinander. Das macht es nur viel, viel schwerer für euch. Weil da könnten Gil drin sein. Es kann abgefragt werden, dass wie viel Gil ihr erhalten habt oder sowas. Wenn das 0 ist, ist viel einfacher. Genau die Kämpfe. Ne? Wir machen hier Monsterschreck rein, beziehungsweise schalten die Kämpfe aus, damit das auf jeden Fall immer 0 ist. Übrigens, falls ihr hier in dieser Höhle schon irgendwie mal gelevelt habt oder sowas, einfach verlassen und wieder reinkommen, das resettet alles. Alles an Countern und sowas. So, wir folgen jetzt einfach, wie gesagt, dem roten Pfeil oder laufen zum roten Pfeil auf der Karte und sprechen diese Wand an. Und hier steht jetzt oben links, dass das Wand 3 ist. Okay, wir sind hier richtig. Außerdem, dass wir eine 3 hier noch bekommen und die müssen wir mit dem vorherigen Code, der 4, addieren. Kommt dann die 7 raus. Und außerdem haben wir unten rechts den Code für die nächste Tür bekommen. Das ist eine 3. Okay, so. Das heißt, wir geben jetzt eine 7 ein. Und damit öffnet sich die Tür. So, ich wiederhole es nochmal. Diese Truhen bitte zulassen. Das kann euch das nur erschweren hier. Okay, ich mache hier mal ein bisschen Speed, damit das ein bisschen schneller geht. Alles andere an Truhen hier, wie diese da vorne, die ich hier schon geöffnet habe, als ich hier wegen der Story drin war, die könnt ihr natürlich gerne mitnehmen. Nur halt die an diesen Wänden spawnen. Die lasst ihr bitte zu. Es gibt übrigens drei Truhen im Westen und 3 Truhen im Osten. Und das Ganze ist symmetrisch aufgebaut. Und ansonsten gibt es nur noch im zentralen Gang Truhen. Okay, so, wir sind an der nächsten Tür. Das heißt, hier steht eine 82 oben links. Das heißt, wir nehmen hier die 3 von eben und addieren da 82 zu. Kommt die 85 raus und wir notieren uns eine 34 für die nächste Tür. Gut, das heißt, was wir eingeben werden, ist jetzt die 85. Wie gesagt, diese Truhen da an der Tür ignorieren und an der Wand.
Aber diese hier hinten könnt ihr mitnehmen. Das ist ein Hyperband. Und dann laufen wir mal zum roten Pfeil. Das ist ein ganz schönes Stückchen weg. Wir müssen einmal rüber auf die andere Seite. Ganz hinten geht's dann hier wieder rein in diesen Gang. Hier hinten dürfte auch noch eine Truhe sein, genau. Ein Wunderschleier. Und hier haben wir unsere Tür. Okay, ihr seht schon, es wird ein bisschen komplizierter. Wir haben einerseits 403 hier noch zu addieren. Andererseits haben wir das Ergebnis von Wand 10. Und das ist jetzt die erste Variable, die uns hier über den Weg läuft. Und das Ergebnis von Wand 10 ist dann hier die 85. Das heißt, wir werden uns jetzt die 85 als Code für die nächste Wand notieren. Und hier haben wir die 34 plus 403. Das heißt, 437 ist der Code, den wir hier eingeben. 437. Okay. Gut. Der rote Pfeil ist sehr weit weg, aber es macht nichts. Hier ist erstmal noch eine Truhe, die wir öffnen können. Und ansonsten müssen wir nur hier diesen langen Weg wieder in den Norden laufen. Okay. So, unten rechts seht ihr jetzt eine andere Variable. Anzahl der Kämpfe seit Betreten der Höhle bis zum Öffnen der Wand 11. Nicht bis zur 11. Wand, sondern bis zum Öffnen von Wand 11. Es kann sein, dass ihr dann hier unten irgendwo seid und habt dann bis zum Öffnen von Wand 8 und dann dürft ihr die Kämpfe bis hierhin mitgezählt haben. Das ist crazy. Deswegen ist schön, dass das 0 ist. Das heißt, wir können hier 0 eintragen als Code zum Merken. Und wir haben oben links die 247 plus die 85 von der Wand davor als Code. Also 332 werden wir eingeben. Okay. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Wunderbar. Jetzt geht es im Westen weiter. Übrigens, alle lilanen Quadrate sind schon geöffnete Gänge, ne? Also, schauen wir mal. Ergebnis von Wand 5 und unten haben wir eine 977. Notieren wir uns doch erstmal die 977, dann haben wir das fertig. 977. Okay. Und Ergebnis von Wand 5. Das da. Plus 0, also bleibt es dabei. Also hier, dabei ja 0, die ganze Zeit der Kämpfe. Gut, also 332 geben wir nochmal ein. Okay, und hier in diesem Gang, haltet euch mal östlich, dass ihr den östlichen Gang hier runterlauft. Da kommt ihr in eine Sackgasse und da findet ihr eine der Truhen. Ein Radauzeugnis. Ups. Langer, langer Weg. Okay. Ja. Ergebnis von Wand 1 plus Anzahl der Kämpfe, also plus 0. Und da unten haben wir Ergebnis von Wand 11 und Ergebnis von Wand 10. Gut. Machen wir erstmal Ergebnis von Wand 11 plus Ergebnis von Wand 10. Die Ergebnisse sind hier natürlich in der linken Spalte, nicht die Codes, die Ergebnisse sind gefragt. Das heißt, wir haben hier 10 plus das da. Hier gibt das da und hier hatten wir Ergebnis von Wand 1, nicht von der ersten Wand, von Wand Nummer 1 ist schon wieder das. Aber plus das natürlich. Ups. Plus soll ich auch hinschreiben. So. 1309 geben wir also ein. 1309. Gut, da laufen wir einmal durch. Da unten ist die nächste Wand.
Ja, 944 und 1770. Notieren wir uns erstmal wieder den Code für die nächste Wand. 1077. Am einfachsten so. Und hier haben wir die 522 plus 944. Das ist 1466. Das ist also unsere Eingabe. 1466. Übrigens, falls ihr mal eine Falscheingabe tätigen solltet, macht nichts. Dann geht die Tür einfach nicht auf. Und ihr könnt es nochmal versuchen. Ihr könnt schauen, wo der Fehler liegt. Okay, nächste Tür. Oh, da. Anzahl der Kämpfe seit Betreten der Höhle bis zum Öffnen von Wand 12. Das sind 0. Wie praktisch. Gut. Tragen wir da eine 0 ein. Und hier haben wir die 1770 von eben plus die 3170. Das ergibt 4940. Also 4940. 4940. Gut, jetzt müssen wir uns, glaube ich, hier rechts halten. Und das müsste schon die nächste Tür sein. Okay, ja, ganz viele Ergebnisse. Unten rechts ist 13 und 12, oben links ist 12. Schauen wir mal. Okay, 13 plus 12. Warum ist denn da jetzt dieser blöde Punkt? Meine Güte. Ist das da? Okay, und ansonsten haben wir 0 plus Ergebnis von 12, das ist 1466. Also geben wir 1466 ein. Gut. Okay, dann. Ich glaube, in den östlichen Gang kommen wir dann im Anschluss gleich. So, was haben wir hier? Okay, Ergebnis von Wand 8 ist unten rechts, zwei Anzahl der Kämpfe sind 0. Das ist doch schon mal was. Und oben ist Ergebnis von Wand 9 plus diese Zahl da. Okay, Ergebnis von Wand 8 war unten rechts. Was ist denn Wand 8? Das da. Mit dem Punkt dann nochmal weg. So. Ergebnis von Wand 8. Und oben haben wir Ergebnis von Wand 9. Da machen wir eben tatsächlich. Plus. Ach nein, halt. 8988. Plus. Oh, das da. Ergibt 16.860. Gut. Das heißt, 16.860 geben wir ein. 16.860. Schön. Okay. So, Achtung, wenn auf der Infotafel negative Gilbeträge erhalten, wenn Sie auf der Infotafel negative Gilbeträge erhalten, geben Sie bei der Zifferneingabe den Wert 0 ein. Ja, das ist die andere Sache. Erhaltene Gil seit Betreten der Höhle. Das ist der Grund, weswegen wir diese Truhen nicht öffnen, die an den Wänden erscheinen. Da könnten Gil drin sein. Jetzt wissen wir einfach, ist 0. Easy. Okay, und unten haben wir Ergebnis von 12 plus Ergebnis von 1. Ergebnis von 12, denkt dran, linke Spalte, plus Ergebnis von 1 ist das da. Und oben links ist erhaltene Gil. Das ist 0 plus natürlich das da. Also das da. Gut. 1309, also. 1309. Schön. So, hier gehen wir auch wieder den Gang, der zur
Höhlenmitte hin geneigt ist, also in diesem Fall der westliche, damit wir einfach nochmal in diese Sackgasse kommen, denn dort befindet sich eine Truhe mit dem wichtigen Item Glorienzeugnis. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier drin sind überhaupt. Das Glorienzeugnis ist nämlich HP-Expander für Pains Spezialkostüm. Gut, ansonsten können wir jetzt hier diesen Weg entlang laufen. Das ist ein langer Weg. Ups. Alles viel zu schnell hier. Na los. Machen wir es halt langsam, damit es auch klappt. Meine Güte. Gut, wir sind hier am Zentralgang schon. Okay, schauen wir mal. Und zwar, Ergebnis von Wand 11 haben wir oben und unten, ist als Code zu merken 30.126. Gut, dann notieren wir uns mal den Code. 30.126. Und ansonsten haben wir Ergebnis von Wand 11. Das da. Plus den Code von davor. Vielleicht 2235. Gut, 2235. Was ist diese Zahl da? Schauen wir mal, geht. Sehr schön. Also ich glaube, wir müssen da gar nicht hin. Der rote Pfeil ist so ein bisschen geneigt. Das ist ein bisschen doof jetzt. Wir müssen nämlich einmal einen Umweg laufen. Wir müssen hier noch hoch. Und lauf mal so, dass wir direkt unter dem sind. Das sieht ja schon gut aus. Ja. Genau, diese Wand fehlte nämlich noch. Gut, okay. Anzahl der Kämpfe seit Öffnen der Wand 8. Das ist crazy, ne? Wand 8 war hier irgendwo mittendrin. Hier. Anzahl der Kämpfe seitdem. Ja, ein Glück 0. Gut, und das unten rechts, holla die Waldfee, Ergebnis von Wand 8 plus Anzahl der Kämpfe seit Öffnen der Wand 11 und 14. Ich glaube, zwischen soll das heißen. Also zwischen Wand 11 und Wand 14, die Kämpfe. Und erhaltene Gilde seit Betreten der Höhle bis zur nächsten Wand. Also bis zur ersten Wand. Gut, ein Glück haben wir davon jetzt nur Ergebnis von Wand 8 zu beachten. Alle anderen Werte sind nämlich 0. Also, Ergebnis von Wand 8. Notieren wir uns das erstmal. Wand 8. Da. Das da. Okay. Und das andere war Anzahl der Kämpfe seit Öffnen von Wand 8 ist 0. Plus natürlich den Code von eben. Ja, ist 30.126. Also da kommt eine 6 hin, da kommt eine 2 hin, da kommt eine 1 hin, da kommt eine 0 und dann eine 3. 30.126. Puh. So, jetzt dürfen wir wieder runter. Ich laufe einfach mal jetzt diesen Gang entlang. Ich glaube, das ist entspannter. Naja, nimmt sie nicht so viel. Ups. Okay. Und falls ihr hier Sid gerettet hattet, als ihr die Episode abgeschlossen habt, hier war eine Truhe und jetzt kommen wir da gleich dran. Dafür sind wir auch hier. So, ja, Geldbeträge wieder negativ gleich 0. Okay, so, wir haben unten erstmal die 301. Notieren wir uns die doch erstmal. Das ist doch easy, das können wir. 301. So, das andere. Große Zahl plus große Zahl plus erhaltene Gil. Erhaltene Gil sind ein Glück 0. Also haben wir nur zwei große Zahlen zu notieren. Und die natürlich mit dem vorherigen Code zu verrechnen. Also nehmen wir erstmal den da. Plus. Okay, jetzt geht's los. Ihr seht die gerade schlecht. Das kann ich aber. Ja, ich könnte nur ständig hin und her wechseln. Das ist doof. Ich gebe die jetzt einfach rein. Ich schreibe die hier ab. 74.225 plus 82.781. Gleich. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben irgendwo. Es ist jedenfalls eine sehr große Zahl. Das sind 158.315.
Crazy. Also, das sind... Ah, irgendwas passt nicht. Moment. Wo habe ich den Fehler gemacht? 5, 1. Da kommt eine 3 hin. 5, 1, 3. Da kommt eine 8 hin. 8, 5, 1. Okay. 158.315. Und wir nähern uns dieser wunderbaren Truhe. Yay. Kostümpalette Lebensretter. Die lohnt sich. Die lohnt sich sehr. Damit hat man nämlich, man kann immer erlernte Weißmagie benutzen und wenn man alle drei Siegel passiert hat, dann hat man Zugriff auf den Zauberschutzengel. Und speziell in Kombination mit dem Ragnarok, dass man 0 MP verbraucht, kann man zumindest bei einem gewissen Boss in Bikanel die Truppe mit Schutzengel dann wenigstens auch immer noch permanent am Leben halten und braucht dann keine Phönix hinwerfen, falls da doch mal jemand stirbt. Gut, dazu kommen wir aber dann. Nur so viel dazu mal. Und ja, hier ist gleich die nächste Wand. Ja, es wird einfacher wieder. Unten rechts, wir merken uns eine 1. Und oben haben wir die 301 natürlich plus 425. Das 726. Die spawnen die eigentlich? Ja, tun sie wohl. Okay. Gut. Sie ist leer. Oh nein. Da dachte ich mir, sie kann ich mal mitnehmen. Okay. Und hier haben wir jetzt noch die 0. Und eben hatten wir zuletzt, ich zeige es euch nochmal, eine 1. Das heißt, 0 plus 1 ist 1. Die letzte ist tatsächlich auch immer eine 1, die wir eingeben müssen, glaube ich. Auf jeden Fall immer eine sehr niedrige Zahl. Und das war's. Vielen Dank. Kein Code mehr zu merken. Wir haben es geschafft. Puh. Ja, wir sind durch. Ja, und das war dieser Dungeon. Und falls ihr den jetzt verlasst und wieder reinkommt, dann wird er resettet. Und falls ihr den noch ein zweites Mal macht, bekommt ihr noch ein goldenes Accessoire, was euch dann hier in dem Gang, da wo wir gerade aus der letzten Tür rausgegangen sind, in einer Truhe erwartet. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das einfach ein Accessoire, was euch alle vier Elemente absorbieren lässt und euch den Angriffen auch alle vier Elemente hinzufügt. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ich meine, wir haben auch an anderer Stelle schon das Gewaltenband bekommen, was uns eh diese Angriffe absorbieren lässt. Das heißt, die Defensive hätten wir an anderer Stelle schon. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel so smart ist, die Elementangriffe auf den Angriffen zu haben. Vor allen Dingen auch alle vier gleichzeitig. Okay, da müsst ihr wissen. Ich sage euch nur, dass es das hier gibt. Und ja. Genau. Das heißt, wir können hier wieder raus und sind fertig mit diesem Abschnitt dieses Spiels. Also, ich finde alleine für das Radau-Zeugnis, das Siegerzeugnis, sorry, das Siegerzeugnis, das Radau-Zeugnis, was anderes haben wir auch bekommen, aber das Radau-Zeugnis, ich zeige euch das nochmal, lasst euch nur die Radau-Text des Berserkers immer benutzen, egal mit welchem Kostüm ihr gerade rumlauft. Ja. Aber, was will ich sagen? Ich finde, für den HP-Expander von, für Pains Spezialkostüm und halt die Schutzengel-Kostümpalette lohnt sich das, das wenigstens einmal zu machen. Und ansonsten könnt ihr natürlich da auch gerne einfach drin leveln. Denn, wie ich das im letzten Part schon mal erwähnte, da drin gibt es nur Machina-Mobs, das heißt, die haben auf jeden Fall keinen Oversoul-Modus und ihr könnt dann ganz easy am besten noch mit dem Glücksspieler und Doppel-EXP könnt ihr da theoretisch bis aufs maximale Level leveln. Das müsste 99 sein. Ja, aber an der Stelle sind wir durch
Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und es würde mich freuen, euch im nächsten Part/Guide wiederzusehen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr darüber dann auch informiert und könnt dann wieder dabei sein. Also, bis dahin wünsche ich euch was. Bye, bye.